Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 746. Eichhorn-Wanderung am Mittwoch, dem 6. April 2022. Und der 6. April findet mich natürlich wieder hier im MDW-Büro. Es ist ein strahlender Frühlingstag, es ist auch gar nicht mehr so kalt. Ich bin nicht am Eichhorn, sondern am Webernplatz. Und der 6. April ist natürlich auch der Geburtstag von Albrecht Dürer. Wir sind ja schon einmal über Dürer gewandert, mit ihm gewandert eigentlich, mit seinen Vorfahren aus dem Osten des heutigen Ungarn nach Nürnberg, denn der Großvater war ja noch ein Ungar und der Vater kam dann also langsam von Ungarn nach Franken. Dürer hat man auch mit TH geschrieben und nicht mit weichem D, Dürer, und erst im Laufe der Zeit, ja, wahrscheinlich ist er 1471 geboren. Mein Lieblingsdürer ist ja nach wie vor das Selbstbildnis in Madrid, das im Prado hängt. Dieses Bild habe ich gemalt nach meiner Gestalt. Ich war 26 Jahre alt. Ja. Also man sagt, es stammt aus dem Jahr 1498. Stimmt das gerade mit den 26? Und die ganz große Meisterschaft von Dürer waren ja die Haare. Diese Vision, dass man jedes einzelne Haar sieht und man sieht jedem einzelnen Haar an, was der Träger dieses Haares oder die Trägerin, wenn wir an das Bild der Mutter denken, erlebt hat und hinter sich hat. Ja, die Meisterschaft von Dürer. Wenn wir nach Nürnberg kommen, gehen wir natürlich hinauf zum Dürer Denkmal. Dort oben hat er gewohnt. Dann sehen wir das Denkmaldenken ein bisschen. Darum heißt es ja Denkmal, über seine Malerei nach und über die Wirkung. Und dann gehen wir herunter wieder zum Brunnen und dort laben wir uns dann mit einer Nürnberger Rostbratwurst. Vielleicht das attraktivste Angebot, das neben Dürer aus Franken kommt, denn wie schon der alte Spruch sagt, man muss Gott für vieles danken, besonders für die Wurst aus Franken.